Spiel 2 um den Einzug in das Finale um die bayerische Eishockeymeisterschaft. Die Mighty Dogs hatten eine Woche zuvor ja vorgelegt und bei den Gladiators in Erding gewonnen. Schweinfurt trat ohne Michael Nemirovski an, die Spieldauerstrafe blieb bestehen gegen Nemo 1. 2400 Zuschauer sahen von Beginn an ein rassiges Spiel mit vielen Torschüssen. Viona Harrer im Tor der Erdinger zu Beginn unter Dauerbeschuss. Doch Erding zeigte sich auch immer wieder gefährlich vor dem Tor von Varian Kirst und der war in der 6. Minute das erste Mal geschlagen. Erding ging mit 0:1 in Führung. Kein optimaler Auftakt für die Mighty Dogs und es kam noch schlimmer. 3 Minuten später kassierte Schweinfurt den 2. Gegentreffer. Im Ice Dome, in dem alle auf den Finaleinzug gehofft hatten, kehrte Stille ein. Doch Schweinfurt blieb am Drücker. In Überzahl dann der erlösende Anschlusstreffer. Marc Dunlop verkürzte auf 1:2. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Erding zog selbst in Überzahl wieder auf 1:3 davon. Die Mighty Dogs zeigten Kämpferherz. Jens Feuerpfeil und David Nemirovski egalisierten die Führung der Gäste. 4 Minuten nach dem 1:3 traf der ERV zum 3:3 Ausgleich. Es ging Schlag auf Schlag. 3 Minuten nach dem Wechsel dann sogar die erste Führung für die Mighty Dogs. David Nemirovski bescherte das 4:3. Nemo 2, wie er so schön genannt wird, bis dahin an jedem Schweinfurter Treffer beteiligt. Doch auf dem Weg zu Sieg 2 in der Best-of-3-Halbfinalserie unterliefen den Mighty Dogs nun Fehler. In Überzahl zog Schweinfurt nicht auf 5:3 davon, nein, Erding gelang in Unterzahl der Ausgleich. Schwächen in der Abwehr zeigten sich auch in der 31. Minute, als Chirik mit seinem 3. Tor an diesem Abend Erding wieder in Führung brachte. Die Hintermannschaft ließ sich noch einmal übertölpeln. In der 36. Minute entschied Sebastian Lachner das Duell 1:4 für sich und sorgte für den 4:6 Pausenstand. Gegen Bayreuth hatten die Mighty Dogs einen 2-Tore-Rückstand im letzten Drittel noch einmal umgebogen. Auch gegen Erding sah es gut aus. Timo Ludwig verkürzte noch einmal auf 5:6. Die Aufholjagd musste, typisch für diesen Abend, einen weiteren Dämpfer einstecken. Denn wieder zog Erding auf 2 Tore davon. 13 Minuten waren da noch zu spielen. Genug Zeit also für die Mighty Dogs, den Ausgleich doch noch zu schaffen. Doch zu mehr als zum 6:7-Treffer durch Marcel Juhasch reichte es nicht mehr. Damit müssen die Mighty Dogs nun am Sonntag ein drittes Mal ran.